So Leute, zurück zum Garten. Mist, ich hätte meinen YouTube-Kanal auch so nennen sollen. Grüße an dieser Stelle an Dennis. Ja, es ist jetzt 17.51 Uhr. Die Firma, wo wir sind, Firma Heilen, macht gleich Feierabend. Und wir haben es gerade noch geschafft. Wir haben ein Stromkabel gelegt, hier unter dem Garagentor durch. Und legen das jetzt noch in den Folientunnel. Heute Nacht, wie versprochen, zwischen 3 und 4 Uhr. Da stehen wir auf und fahren im Folientunnel gucken, wie viel Grad es ist. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Und dementsprechend entscheiden wir dann, lohnt es sich, die Heizung anzustellen um 3 Uhr, weil 4 Uhr, 5 Uhr, da wird es kritisch kalt und 6 Uhr oder eben nicht. Und das finde ich mega spannend, das seht ihr heute in diesem Video. Außerdem fahren wir morgen früh, wenn wir dann nochmal 2-3 Stunden schlafen waren, fahren wir zu Gartenbau Hölscher, dem Profi-Jungpflanzen-Anzuchttyp, wo wir letztens auch schon ein Video gedreht haben. Und da wollen wir nochmal ein paar Aufnahmen filmen, wir sind da morgen einfach nochmal zu Besuch. Und dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Also, das wird ein spannendes Video. Folge Nummer 2, Countdown Jungpflanzenverkauf. Los geht's. Ja, in unserem neuen Garten haben wir jetzt noch nicht so die beste Kabeltrommel. Das ist, glaube ich, nur eine, die ist irgendwie ja, 15 Meter, vielleicht 20. Das reicht natürlich noch nicht. Wir müssen nämlich noch hier entlang komplett bis da vorne zum Folientunnel legen. Das sind bestimmt noch 30 Meter. Ja, um die müssen wir uns jetzt noch kümmern. Und dann decken wir gleich alles im Folientunnel mit Vlies ab. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an die Firma Heilen, dass wir hier den Strom noch gekriegt haben, kurz vor Feierabend, dass wir unseren Frostwächter hier aufstellen können. Das erleichtert uns natürlich ein bisschen die Situation, weil da stehen echt Pflanzen drinnen im Wehr, das ist echt Wahnsinn. Und wenn die alle kaputt gehen vom Jungpflanzenverkauf, das wäre natürlich ärgerlich. Ja, und so haben wir jetzt sehr, sehr gute Chancen, die Nacht zu überstehen. So, also die Heizung steht auf jeden Fall parat. 2000 Watt hat die insgesamt mit Lüftung. Volle Pulle können wir aufdrehen. Daran angeschlossen ist hier unser Thermostat. Werden wir auf 8 Grad einstellen. Da soll es losgehen. Beziehungsweise ja vielleicht auch nur 5, 6, 7 Grad, irgendwie sowas. Weil ich glaube, wenn ich heute Nacht hier komme, dann ist das auf jeden Fall schon unter 8 Grad. Aber da werden wir uns das einstellen. Dann soll das immer wieder bis 12, 13 Grad hochpumpen. Soweit soll der nämlich gar nicht heizen. Nachts 20 Grad, das braucht er nicht. Aber dass wir auf jeden Fall immer um die 10 Grad schwirren. Und das hier ist unser Messer, den haben wir hier in der Mitte aufgestellt. Und ja, das wird aber alles heute Nacht geklärt. Erstmal wird gleich abgedeckt. Die Pflanzen sehen alle ganz gut aus. Auch das Pikieren heute von den Gurken haben eigentlich bis auf diese Pflanze alle überstanden. Ich habe es ja gesagt, das ist immer so eine kritische Sache, solche Pflanzen nochmal zu pikieren, weil die Wurzeln super empfindlich sind, so wie bei keiner anderen Pflanze. Aber bei den anderen hat es eigentlich recht gut geklappt. 30 Grad Luftfeuchtigkeit, da bilden sich auch schnell neue Wurzeln und die Pflanze wächst. Also sieht ganz gut aus. So, die letzte Aufnahme bei Tageslicht. Es ist jetzt, wir schauen auf die Uhr, 18.38 Uhr. Es ist warm hier drin, 25 Grad und wir haben abgedeckt. Ich zeige es euch mal. Ich drehe mich dafür einfach um. Und zeigst du mal im Hintergrund, alles ist abgedeckt mit dem Gartenvlies. Teilweise haben wir hier auch Verpackungstüten, wie heißt das, Verpackungsmaterial, einfach reingetan, um abzudecken. Die Heizung steht hier in der Mitte und wenn es heute Nacht um 3 Uhr recht kalt ist, ich glaube, ihr habt es jetzt verstanden, dann werde ich die Heizung anstellen. Und ansonsten reicht das Vlies, das überprüfe ich aber heute Nacht und dabei sehen wir uns dann. Also, nächste Aufnahme kommt in ein paar Stunden im Dunkeln. Und dann zeige ich euch mal, wie das hier aussieht. Ja Leute, was tut man nicht alles für seine Pflanzen? Wir haben jetzt 3.24 Uhr, mitten in der Nacht. Ich sitze im Auto direkt vorm Folientunnel. Der Rasen vor uns ist schon eingefroren. Und ich drehe mal die Kamera um, wie das hier aussieht. Ich glaube, die denken, wir brechen hier ein. Also wir stehen jetzt hier direkt vorm Folientunnel. Leuchten den auch eben an, dass wir das Stromkabel anlegen können. Weil wir werden echt die Heizung anschließen müssen, denn vor uns, man sieht es jetzt nicht so gut, aber der Rasen, der ist wahrscheinlich schon gefroren. Durchs Vlies haben wir noch ein bisschen Vorsprung, aber die Heizung, die muss jetzt an und das machen wir jetzt. So, also das sieht wirklich echt verboten hier aus mit dem Autolicht in Folientunnel. Wir haben mal gerade hier drunter geguckt. Also den Pflanzen geht es gut und wir stehen bei der Temperatur bei 10 Grad. Das ist echt gut und wir wissen jetzt nicht, ob wir die anmachen sollen, weil da so ein bisschen schon Wasser drauf getaut ist. So, das Thermometer mit dem Fühler hier zeigt 3,7 bis 3,8 hier.
Der soll jetzt gleich immer bis auf 4 Grad runtergehen und bei 4 Grad wieder anspringen und auf 10 Grad erhitzen. Bei den Pflanzen haben wir ja 10 Grad, deswegen passt das, denke ich. Ja, wir stellen das jetzt mal an und ich lasse das mal mit auf Aufnahme, ob das jetzt wirklich klappt. Es kommt warme Luft. Es klappt. Ich habe das Ding auf volle Pulle. So, wir haben nochmal was umgestellt. Bei 5,5 Grad soll es anfangen zu heizen, bei 10 Grad aufhören. Wir haben jetzt nämlich schon 5,7 Grad hier drin, also schon 2 Grad hochgegangen. Fahren jetzt nach Hause und sind so in 2-3 Stunden wieder hier und bauen die Konstruktion ab. Da haben die Pflanzen auf jeden Fall überlebt. Alles ist safe und jetzt gehen wir erst nochmal schlafen, bevor wir dann morgen früh in die Hölscher fahren. So, ca. 7:30 Uhr. Man sieht, es hat auf jeden Fall ein wenig Bodenfrost gegeben. Auch der Rasen hier. Man sieht's. Und jetzt schauen wir mal, ob unsere Konstruktion gehalten hat und wie warm es im Gewächshaus ist. So, das hier ist übrigens das Thermometer im Gewächshaus, wo wir nicht abgedeckt haben, also kein Vlies hatten und auch nicht geheizt haben. Hier ist 4,5 Grad. Und im Folientunnel, da haben wir wie heute Nacht auch 10 Grad unterm Vlies gehabt. Und es waren so im Folientunnel an sich 6,5 Grad, also echt in Ordnung. Ja, ich lasse noch ein bisschen abgedeckt. Wir fahren hier gleich nochmal zum Garten hin, bevor es dann zu Hölscher geht. Aber wir sehen uns hier jetzt in dem Video gleich erst auf dem Weg oder bei Hölscher wieder. Na und, kennt ihr das hier noch? Wir sind zurück bei Gartenbau Hölscher. Haben wir schon mal ein ganzes Video drüber gemacht, einen Gartenrundgang hier in dieser Profigärtnerei. Schaut es euch mal hier oben in der Ecke an, nachdem ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Ja, ich zeige euch heute nochmal, wie das Ganze 3 Wochen später hier aussieht. Sind noch einige Pflanzen dazugekommen und die zeige ich euch mal. Premium Zucchini haben wir hier, die Courgette. Hokkaido-Kürbis, der war letztem auch noch nicht da. Dahin haben wir den Spaghetti-Kürbis. Und hier, wie gewohnt, ganz viele Tomaten, also wirklich richtig viele Kisten Tomaten. Und auf der Seite ist es aber schon deutlich leerer geworden als letztes Mal. Wisst ihr noch, hier schon die ganzen großen blauen Töpfe, veredelte Kiepenkerlsorten. Das sind aber, glaube ich, auch noch veredelte, weil ich sehe hier die Veredelungsclips noch dran. Genau, veredelt. Die Alido Red Aromatomate. Ja, und davon stehen ja auch noch einige. Aber letztes Mal war es ja hier komplett voll. Ja, hier haben wir die Black Cherry Kirschtomaten. Ganz viele, also bis da hinten, das sind alles Black Cherries. Wahnsinn. Ist aber auch eine mega gute Sorte. Hier die Rose Crush. Eine große Fleischtomate hatten wir auch schon mal im Garten. Also auf jeden Fall coole Sorten. Die Tomaten, die sind ungefähr so groß wie unsere auch, wachsen auf jeden Fall ganz ordentlich. Und heute nach dem Frost haben wir jetzt auch gut überstanden. Jetzt soll es wohl bergauf gehen, in 2 Wochen ist Jungpflanzenverkauf. In nicht mal 2 Wochen. Ich glaube 11 oder 10 Tage sind es nur noch. Der Countdown läuft. So, das hier ist jetzt ein bisschen mehr meine Abteilung. Snack-Schraubenpaprika. Hört sich auch spannend an. Die haben wir, glaube ich, sogar mitgenommen. Die Spitzpaprika, die steht schon bei uns zu Hause. Da haben wir hier Auberginen, verschiedene Balori oder Bonica. Hier veredelte Kiepenkerlpflanzen. Blockpaprika, Calibello. Und hier die lila Luzi, die hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch im Video. Die sind echt gewachsen. Also wahnsinnig groß geworden. Aber hier ist auch echt warm drin. Ich laufe hier noch mit Pulli, weiß nicht, ob man das sieht. Mit Pulli und T-Shirt runter, weil es heute Morgen ja noch echt kalt war. Aber mittlerweile kann ich auf jeden Fall den Pulli ausziehen. Buschtomate, das ist bestimmt eine holländische Sorte. Trostomat. Hier, das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen. Midi-Snack-Gurke, Pasca, veredelt. Veredelte Gurken finde ich auch wahnsinnig spannend und das sieht noch relativ frisch aus.
Veredeln, da hätte ich echt mal Lust drauf, das auch zu machen. Also wenn hier irgendeiner bei ist, der Veredelungskurse anbietet, ich bin dabei. Hier wird nochmal neu ausgesät. Einlegegurken, Zucchini, Wassermelone, Zucchini Goldwash, Buschtomate, Muskatkürbis, Hokkaido-Kürbis, Spaghetti-Kürbis, also ganz viel. Ja, ich habe mir überlegt, ich nehme mir wieder selber Pflanzen für meinen Garten mit. In 10 Tagen ist Jungpflanzen verkaufen, dort werden wir das meiste verkaufen, aber ich möchte auch selber noch ein paar Pflanzen haben. Wir haben nicht für alles Zeit, das selber vorzuziehen. Deswegen hole ich so Sachen wie Salate, Kohl und zum Beispiel auch Porree und Lauchzwiebeln, Gemüsezwiebeln auch oft in diesen kleinen Erdpresstöpfen aus dem Gartencenter oder eben jetzt von hier, weil die kosten nur teilweise 25 Cent. Teilweise in Holland bekommt man die, glaube ich, sogar für 10 Cent pro Stück, also echt günstige Preise. Und da holen wir uns einfach selber so ein paar Pflanzen, damit die auch einfach auf jeden Fall schon vorgezogen sind, weil ansonsten haben wir direkt gegen unsere Hasen da im Garten verloren. Aber ich denke, da haben wir einen guten Vorsprung und selbst wenn die ein bisschen was anknabbern, bei der Masse, die ich anbaue, können die gar nicht alles leer essen, sonst wäre ich auf jeden Fall sehr enttäuscht, wenn die das schaffen. Aber die Hasen, die sind auf jeden Fall wieder ein großes Problem in diesem Jahr und ich hoffe, wir werden den Kampf gewinnen. So, dann gehen wir hier nochmal durch dieses Gewächshaus und ich gebe euch nochmal ein paar Eindrücke hier von ein paar Pflanzen. Hier haben wir einmal die Gelenkblume. Hier rechts steht leider nichts dran und da ich auch kein Profi bin, kann ich leider nicht sagen, was das ist. Aber es geht direkt weiter mit Sonnenhut und das sieht gar nicht so anders aus. Vielleicht ist es auch alles Sonnenhut. Hier haben wir noch Prachtkerzen. Ganz viele Rasselblumen. Hier geht es dann weiter mit dieser Pflanze Gausa, Gauter und Pampasgras. Hier Rudbeckia, Cherry Brandy von Gartenbau Hölscher, sogar eigenes Etikett, cool. Ja, ich brauche auch einfach so einen riesen Folientunnel, das wäre doch was. Das war es jetzt auch schon von meinem Video, meinem zweiten Teil von Countdown Jungpflanzenverkauf. Ja, in der nächsten Folge, da wird es ja nochmal spannend, denn wir bekommen auch Besuch von der Presse. Ich weiß nicht, inwieweit ich da mitfilmen kann. Aber die nächste Folge wird auch auf jeden Fall wieder spannend. Wird jetzt ein paar Tage dauern, bis die kommt, weil ich jetzt auch meinen Urlaub zu Ende habe und wieder anfange zu arbeiten. Werde ich jetzt nicht so viel im Garten zu tun haben und für den Jungpflanzenverkauf ist ja auch eigentlich alles fertig. Aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben und bis zum Jungpflanzenverkauf sind nicht mehr viele Tage. Überlegt euch, kommt auf jeden Fall vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao. Und danke nochmal ans Gartenbauteam Hölscher, dass wir hier filmen dürfen. Und da wird noch ein separates Video für Gartenbau Hölscher kommen. Wir zeigen euch vorne mal den Hofverkauf. Das kommt auch in den nächsten Tagen. Ja, bis bald.